Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Karriere nach Mars. Ja, mit mir, Silvia Nickel. Und wir sind jetzt schon in der 20. Auflage dieses Webinars, das ja an jedem vierten Mittwoch im Monat um 20 Uhr gratis hier auf EduDip, hier auf EduDip Next stattfindet. Ja, und monatlich wechselnde Themen parat hält. Also das monatliche Update und heute habe ich ins Gepäck die virtuelle Assistenz. Vielleicht mag das ja eine berufliche Option für dich, für euch sein, aber vielleicht mag es auch eine Anregung sein, dass man vielleicht das eine oder andere auf einen virtuellen Assistenten. Ich habe jetzt gelernt in der Stellenanzeige M-W-D, ja. Und wobei die nicht für Deutsch steht, sondern für, ja, was auch divers, genau. Ja, also, ne, vielleicht mag das eine Anregung sein, auch vielleicht eine virtuelle Assistenz nachzufragen und einzusetzen. Ja, es hat natürlich einen Hintergrund, dass ich über die virtuelle Assistenz spreche. Und zwar bin ich am 27.10., das ist ein Samstag, auf der VAK oder virtuellen Assistentenkonferenz. Die findet in Hamburg statt, im Mindspace nennt sich das, glaube ich. Das ist ein Coworking Space, also mit ziemlich lockerer Atmosphäre. Da gibt es Restaurantbereiche, Buffet und so weiter und so fort. Ähnlich wie wir das hier mit dem Unperfekthaus in Essen haben vor Ort. Und ja, mein Thema wird dort sein: Weck den Digiheld in dir. Den habe ich so über den Sommer entwickelt und ja, eine spannende Gebrauchsanleitung für das produktive Ich in der virtuellen Assistenz. Dazu gibt es übrigens auch noch ein ganz anderes Angebot, nämlich das Mindful Bullet Journal in 90 Tagen um das Ich wird im Oktober ausgeliefert werden. Zunächst werden wir das erstmal in den ersten Auflage im Selbstverlag machen und das heißt, dass es relativ günstig sein wird. Ich suche derzeit noch und optimiere dann natürlich auch noch das Konzept. Eventuell bleibt es einfach dabei. Dann bleibt es eben auch schön erschwinglich und man kann es ja gegebenenfalls eben dann auch noch mal an bestimmte Themenwelten anpassen. Ja, wenn das für euch eine Option ist, die virtuelle Assistenz zum Beispiel nebenberuflich oder hauptberuflich dies selbstständig zu machen oder sehr sich vielleicht vertrauensvoll nach einer virtuellen Assistenz umzuschauen, dann ist dieser Tag in Hamburg, dieser Abend wirklich ja was Gutes, genau das Richtige. Es werden ja so um die 60 Leute zusammenkommen. Also an Referenten haben wir 4, 5 Stück, Moderator noch dazu und vor allem der Organisator, der Sascha Feldmann. Und ja, es ist viel Platz dort auch zum Netzwerken. So, jetzt aber genug Werbung in eigener Sache. Und wir kommen direkt zur Agenda virtuelle Assistenz. Und wie immer ein WTF und ZDF, what the fuck und was sind die Zahlen, Daten, Fakten? Wer hat es erfunden? Wie lange gibt es das? Ist das ein neues Modewort? Gibt es da eine Ausbildung für? Und so weiter und so fort. Als zweites natürlich, was bedeutet denn virtuelle Assistenz für mich vielleicht als Kunde, der die nachfragt? Um mich in meiner Karriere einfach besser voranzubringen und andererseits eben ja als Karriereoption. Und da habe ich dann auch schon gleich drei Fragen an dich formuliert. Vielleicht ist ja dieser Berufszweig auch etwas für dich. Es bleibt wie immer Platz für deine, eure Fragen und wir starten direkt, ja.
mit der Einladung, ja, darüber nachzudenken. Vielleicht bist du selbst ein virtueller Assistent oder du nutzt bereits virtuelle Assistenten, willst einfach mehr erfahren oder sagst, okay, habe ich noch nie von gehört und deswegen bin ich da einfach mal gespannt und ihr könnt wie immer den Chat nutzen, 1, 2, 3, 4 eingeben oder eben das Whiteboard bemalen, die Whiteboard-Werkzeuge, die findet ihr ungefähr hier auf der Höhe, also im mittleren Bereich. Und das ist so ein Becher mit ja, Stiften angedeutet. Da kann man sich dann Farbe, Stiftstärke und so weiter aussuchen. Und ja, ich gehe jetzt erstmal weiter, guck mal, ob da gleich noch was im Chat läuft. Und zwar starten wir direkt los mit ja, ein paar Zahlen, Daten, Fakten beziehungsweise ein paar Hintergründen. Woher kommt das denn? Wie lange gibt es das denn schon? Also mir persönlich sind virtuelle digitale Assistenten relativ lang schon bekannt. Und das reicht auf meine Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Marketing und Handel an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zurück. Und dort haben wir eine Kooperation gehabt mit einem von drei Marketing-Lehrstühlen an der Washington DC State University. Und die waren da total begeistert und haben so Anfang der 90er gesagt, also die Firmen verlagern ja alles in Homeoffice und da gibt es auch Leute, die arbeiten da für mehrere Firmen. Und ja, ab 95 in etwa tauchte der Begriff wirklich eben auch als Virtual Digital Assistant auf. In diesem Jahr wurden auch die ersten Berufsvereinigungen gegründet. Und ja, was heißt das? Was steckt erstmal dahinter? Es werden persönliche Dienstleistungen virtuell erbracht. Also das könnte im Prinzip auch das Shoppen sein. Ja, also ich suche ein neues Smartphone, die und die Anforderungen, aber ich habe keine Lust, mich über Idealo und einige andere Portale dort schlau zu machen. In der Praxis sind es ganz häufig ganz klar abgegrenzte Arbeitsgebiete, beispielsweise Eventorganisation, Reiseorganisation, Texten, Präsentationen aufbereiten und ähnliche Dinge. Ja, wie folgt das Ganze? Virtuelle Assistenten oder im deutschen Sprachraum sagen wir sehr gern VA. Haben eigentlich ja, immer prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich die Anbahnung über die Website oder über Portale. Es gibt auch Agenturen, bei denen man sozusagen seine Arbeitskraft feilbieten kann. Ich sagte da immer, das ist so ein bisschen semi-selbstständig, weil man ja doch sehr viel Zügel aus der Hand gibt. Und die virtuellen Assistenten, die ich hier jetzt im deutschen Sprachraum kenne, die haben sich das wirklich alle eigenständig aufgebaut und haben dann eine Handvoll ja, fester Kunden und machen also jetzt nicht unbedingt ja, so Jobs auf Zuruf. Also nach dem Motto, ich setze mich morgens um 8 Uhr an den Schreibtisch, dann ruft ein Kunde an und hat irgendwas, was ich jetzt 30 Minuten verrechnen kann, sondern es sind in der Regel eben längerfristige Kooperationen. Und die Kommunikation, und das war damals schon in den 90ern sehr gut möglich, fand und findet heute auch noch via E-Mail, Messenger, Voice-Chat, Skype, Hangout und so weiter und so fort statt. Und ja, was eignet sich eigentlich alles, was sich digital transferieren lässt, was digital übermittelt wird? Und aus unternehmerischer Sicht könnte man sagen, es sind typischerweise Stützprozesse. Also das heißt nicht die Kernleistung, denn die möchte ich ja in meiner Selbstständigkeit oder in meiner Firma mit dem Gesicht zum Kunden selbst erbringen. Aber Dinge, die ich ja vielleicht dafür brauche, Recherchen ist zum Beispiel auch so ein klassisches Thema oder Vorfertigen von Blogartikeln für die Website und ähnliches.
Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. 1995 wurde die erste Berufsorganisation gegründet. Und man kann sich also vorstellen, beides in den USA, einmal die International Virtual Assistant Association und andererseits die International Association of Virtual Assistants. Ja, wie so häufig bei den Amerikanern gibt es mal gleich so zwei Konkurrenzpartys. Aber wichtig ist, die haben ja keine feste Ausbildung und das sei vorweggenommen, die haben wir bis heute hier auch in Deutschland nicht. Und ganz wichtig ist, die einigen sich dann in solchen berufsständischen Organisationen auf die Code of Ethics, also auf die Regeln der Zusammenarbeit, ja, wo die Mitglieder sich dran halten und die Kunden wiederum von außen her wissen, aha, okay, die bauen da auf Verschwiegenheit, die bauen auf Datenschutz und so weiter. Datenschutz. In diesem Jahr sind wir natürlich mit der DSGVO und anderen Dingen ziemlich geprügelt. Das ist bei uns schon ziemlich weit geregelt. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier schon 23 Jahre her. Und da gab es die DSGVO noch nicht. In die Code of Ethics, ja, da stehen natürlich auch noch ein paar andere Dinge drin. Also wer sich mehr für das Feld interessiert, einfach mal reinschauen. Und natürlich gibt es da immer eine Liste, wenn man dort also Mitglied ist, dass natürlich ein interessierter Kunde sagen kann, okay, ich möchte jemanden auch aus dieser Berufsorganisation. Ja, gerade schon gesagt, also die Arbeitsorganisation kann entweder sein über eine Auftragsvermittlung, also eine Agentur, oder ja, man geht selber auf Kundenfang, beispielsweise über Xing, LinkedIn, über natürlich Google Ads und ähnliche Dinge. Oder man arbeitet für einen VPA-Dienst, also Virtual Private Assistance Unternehmen. Die können dann E-Office 24 und ähnliches heißen, übernehmen aber auch vielerlei Dinge, die nicht im ganz klassischen Feld der VAs im heutigen Sinne sind, sondern eher sich auf den Büroservice eben beschränken. Das kann eben die Bearbeitung, Aufbereitung von Belegen sein und ähnliche Dinge. Ja, eben auch nochmal natürlich auch Präsentationen zu überarbeiten. Aber der Büroservice ist in der Regel eben so fallbezogen. Das heißt also, jetzt brauche ich das und ich zahle meine 9 Euro, 19, 29, 99 Euro Grundgebühr, je nachdem, welcher Anbieter das ist im Monat und zahle dann für den Einsatz nochmal. Typischerweise übernehmen dann VPA-Dienste gerne auch die Anrufweiterleitung als digitales Office und solcherlei Dinge. Ja, und damit sind wir schon so bei der Abgrenzung. Nämlich zu folgenden drei Feldern. Einmal der persönliche, wirkliche berufliche Assistent, also das, was man klassisch als Sekretär, persönliche Sekretär, persönliche Sekretärin nehmen. Und da weiß man ja, da ist ein wahnsinnig großes Vertrauensverhältnis. Da beginnt der Arbeitstag in der Regel mit einem Jourfix mit dem Sekretär oder der Sekretärin. Und die nehmen einem sehr viel aus der Hand, was für die Karriere nach Maß ja auch sehr wichtig ist, damit man sich auf seine Stärken eben und auf die ja, Tätigkeit mit hohem Wertbeitrag auch in seinem Feld konzentrieren kann. Ja, das kann bis dahin gehen, wenn man also vielleicht noch angegliedert Homeoffice oder das Büro direkt im Hause hat und der Assistent vor Ort vor allem, das ist ja das Wichtige bei der Abgrenzung, ist, dass man also da sich selbst die Bekleidung für irgendwelche Dinge zurechtlegen lässt oder ähnliches. Also es ist so ein fließender Übergang dann schon fast zum Butler. Dann gibt es natürlich das Gleiche eben als persönlicher privater Assistent. Das mag dann auch sein, dass dann eher familiäre und private Dinge dort übergeben werden. Aber es ist face-to-face, die Leute sehen sich live. Und genau das ist ja beim VA, beim virtuellen Assistenten nicht. Dann gibt es noch diesen großen Bereich von Büroservice und das ist eher ein klassischer Dienstleister, der also viele, viele verschiedene Kunden hat, die eben mit kleineren Einzelproblemchen jetzt dort ankommen und genau für diese Leistung bezahlen. Und bei einem virtuellen Assistenten ist in der Regel, dass man zum Beispiel eine Rahmenvereinbarung macht für bestimmte Bereiche, also Betreuung des Blogs, ne, Übersetzung von irgendwelchen Dingen oder was man auch immer so hat. Und dann vielleicht noch
fallbezogen da extra Gebühren, Honorare ja, dort anfallen. Ich habe eine Zahl gefunden, da wird geschätzt, dass der weltweite Umsatz mit diesen virtuellen persönlichen Assistenten, also wirklich durch Menschen repräsentierte, denn ein weiteres Feld wären noch die Apps, ja, also nur die Software. Das ist auch ein Riesenmarkt, der gerade sehr wächst. Also Dinge, die an irgendwas erinnern, so if this, then that und so weiter, die was automatisieren. Das ist aber eben mit der virtuellen Assistenz nicht gefragt. Da sitzt immer ein Mensch dahinter. Und weltweit wird der Umsatz zurzeit auf ungefähr 4 Milliarden Euro geschätzt, also der tatsächlich jetzt realisiert wird. Es ist sehr schwierig, dort handgreifliche Zahlen, statistische zu finden, weil es ja weder einen offiziellen Berufsstand, gerade auch nicht in Deutschland, gibt. Also es ist kein Lehr-, kein Ausbildungsberuf, es ist kein Studienabschluss, es gibt hier auch keine Berufskammer und so weiter. Es wird eben nirgendwo registriert, wer denn hauptberuflich oder nebenberuflich als virtueller Assistent dort sein Geld verdient. Ich persönlich kenne hier zwei verschiedene Sorten von virtuellen Assistenten. Die einen, die einfach ja so digitale Nomaden sind, die also wirklich gerne reisen und deswegen sich dieses Arbeitsfeld ausgesucht haben, weil sie es eben auch von Thailand, Peking oder was auch immer aus irgendwo betreiben können. Und die anderen, die es zum Beispiel machen während Kindererziehungszeiten, Betreuung von Familienangehörigen oder ähnliches, sodass eine größere freie Zeiteinteilung und eben auch das Homeoffice bewahrt werden kann. VA kann aber trotzdem auch ein richtig festes, normales Büro haben. Logischerweise ist aber typischerweise bei den meisten nicht der Fall. Die meisten arbeiten eben mit dem Homeoffice oder gleich mit einem virtuellen Office. So, jetzt haben wir schon sehr viel dazu abgegrenzt. Ich habe noch die Google Trends abgefragt. Nur im deutschen Sprachbereich, und da sieht man, virtuelle Assistenz hat hier also so eine leicht steigende Nennung und ging so vor 10 Jahren in etwa los hier im deutschen Sprachraum. Tja, wen wundert's, ja? Also ne, in den 90ern ging es bei den Amerikanern los und ja, 10 Jahre später, wie immer, also da kann man die Uhr nachstellen, schwappte diese Sache also hier nach Deutschland rüber. Und zeitgleich, das fand ich interessant. Zeitgleich sehen wir, dass die Suche nach Büroservice oder die Nennung, also Google untersucht ja in Trends sozusagen die Seitenaufrufe, also die Suchanfragen, die also ziemlich runtergegangen sind, was natürlich dann vielleicht auch die Vermutung nahelegt, dass vielleicht viele Menschen den Büroservice von gestern, quasi mit der virtuellen Assistenz von heute, ja, sozusagen als Synonym sehen. Und da bleibt eben abzuwarten, ja, wie sich da die Dinge weiterentwickeln. Aber ich fand es spannend, das mal abzufragen. Ist immer zu finden unter Trends, google.com. Dort kann man dann also schauen, welche Stichworte ja, weltweit oder Deutschland, europaweit und so weiter dort ja in einen größeren oder kleineren Trend haben. Das Ganze geht übrigens bis 2004 zurück. Seitdem gibt es diesen Dienst. Ja, und da lade ich dich schon ein, darüber nachzudenken, welche Tätigkeiten würdest du am liebsten abgeben? Ja, also, wenn du einen virtuellen Assistenten hättest, was wären das für Tätigkeiten? Also gerade diejenigen, die das Video abrufen, sind da gerne eingeladen, an dieser Stelle mal das Video anzuhalten und kurz darüber nachzudenken. Nicht, ja, übrigens dann eher im Chat. Was würdest du am liebsten abgeben? Und welche Art sind vielleicht die Dinge? Das ist dann auch noch mal so eine Zusatzfrage. Ja, sind es eben Dinge, für die du in der Öffentlichkeit deinen Kunden gegenüber stehst oder eben auch Dinge, wo du sagst, das ist einfach lästig und das wird auch nicht auffallen, wenn ich das nicht selbst machen würde. Also beispielsweise in meinem Bereich könnte ich mir vorstellen, wenn ich jemanden habe, der mir
Folien für bestimmte Dinge schon zumindest ein bisschen vorstrukturiert oder noch schöner macht, ja, oder eben bestimmte Texte, schon Textpassagen eventuell zusammenstellt, sodass ich da schneller einfach größere Volumina zusammenbekomme. Ja, geht bestimmt auch noch andere Dinge wie E-Mail-Eingang bearbeiten. Auch das wäre ja möglich. Gut, ich habe die Frage nicht umsonst gestellt, nämlich ja, der Hintergrund ist eigentlich, ja, was können denn eigentlich virtuelle Assistenten leisten? Und da muss man natürlich, wenn man das vielleicht als eigene berufliche Option sieht, könnte man dann genauso gut natürlich eben auch sagen, ja, was würde ich gerne abgeben? Ja, und wenn das irgendwie matcht, wenn ihr da was anzubieten habt, und auch überlegt, euch damit selbstständig zu machen, dann ja, habt ihr da vielleicht eine ganz gute Basis. Also virtuelle Assistenten, typischerweise auch die, die wir gerade in Hamburg treffen, die sind entweder so Organisationsbienen, Feen, aber natürlich auch männlich, weiblich und divers, wie auch immer. Ja, also die zum Beispiel Reisen, Events und Ähnliches organisieren, sodass man eben sagt, such mir eben die Fahrkarte, die optimale Geschichte, ich muss dann und dann da und da sein, braucht noch ein Hotel und so weiter. Und wer das selbst häufiger macht, weiß, da gehen mal schnell auch 1,5 Stunden ins Land und dann bleibt man so nicht beim Portal der Deutschen Bahn hängen und fragt sich, sollst du vielleicht 1/2 Stunde länger fahren und dann irgendwie 20 Euro weniger bezahlen oder was auch immer, 2-mal weniger umsteigen. Und auch das wäre so ein schöner abgegrenzter Bereich, den man aus der Hand geben kann. Zweite Sache eben, wie gesagt, das Texten nicht nur für Blog und Website, es kann auch Posting oder Vorbereitung von Postings für Social Media sein. So bei Fanpages kann man sowas ja auf den Timer stellen. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, als Auftraggeber sozusagen auch zu sehen, möchte ich das so abgeschickt haben, übernehme ich das, was mir mein VA dort vorgeschlagen und schon eingestellt hat. Und das ist natürlich immer sehr wichtig in der Anfangszeit, wenn man auch erstmal das Vertrauen ist. Ja, dann aber natürlich auch Broschüren, Newsletter, also alles Mögliche, was mit Text, aber auch mit Bild zu tun hat. Das wären dann Thema Präsentationen, Grafiken oder auch ganz klassisch, wo man auch virtuelle Assistenten ist, das Thema Übersetzungen. Insbesondere dann, wenn man häufig eben vielleicht auch mit dem Ausland korrespondiert oder mit Kunden, die eben irgendwo eine andere Sprache sprechen. Kurzum, ich möchte es ja soweit zusammenfassen. Es ist das, was wir klassisch Backoffice nennen, was nicht unbedingt der Buchhaltungsservice ist, sondern was eben das Unternehmen am Laufen hält oder die Selbstständigkeit, die Freiberuflichkeit am Laufen hält, was aber der Kunde vielleicht nicht direkt mitbekommt oder auch nicht sagt, ja, Moment, jetzt, warum ist da jetzt jemand anders der Ansprechpartner, sondern das dann eher, ja, also ein virtueller Assistent kann sich sozusagen auch virtuell natürlich in die Organisation eines seiner Auftraggeber, und er sollte immer mehrere haben, sonst wäre es ja eine Scheinselbstständigkeit, auch einfügen. So, und da sind wir hier aber vielleicht bei der sehr, sehr interessanten Matrix, nämlich die Frage, wo soll ich denn was wie abgeben? Und wir können mal hier links unten an vierte Vierfeld Simplicissimus Leser kennen das System schon. Links unten ist immer das, was eigentlich braucht kein Mensch, könnte man eventuell auch irgendwie anders machen. Das sind nämlich Dinge, die einen niedrigen Wertbeitrag haben. Und ich sage mal direkt Wertbeitrag, es muss nicht unbedingt der Umsatz sein oder das Einkommen. Es mag ja auch sein, wenn ich jetzt ein Buch schreiben möchte, dann hat eine Recherche ein sehr hohen Wertbeitrag, aber die Pflege, Fußnoten dann nochmal zu gucken, war das auf Seite 1 oder 10, hat einen relativ niedrigen Wertbeitrag, denn dann habe ich ja schon das Hauptwerk schon stehen. Ja gut, sehr weit an den Fall geholt, vielleicht das Beispiel. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, da vielleicht sich zu überlegen, ne, wer kann da wie was machen. Dann gehen wir mal direkt in das gegenüberliegende Kästchen. Das wäre der hohe Wertbeitrag, in dem wir auch noch unsere Stärken haben. Und ja, ich gehe einfach mal schon auf die nächste Seite, dann sieht man es. Das sollte man natürlich selbst erledigen. Und für diese beiden anderen Bereiche,
Da eignen sich virtuelle Assistenten, insbesondere auch wenn der Wertbeitrag hoch ist, denn viele virtuelle Assistenten ja, haben, also wie gesagt, es gibt kein Ausbildungsbild dafür oder kein Studium. Die kommen eben vielleicht von der Uni, haben da ihre Fähigkeiten oder aus bestimmten Ausbildungsrichtungen, beruflichen Richtungen. Und sie vielleicht auch qualitativ sehr hochwertig, sehr komplexe Aufnahmen auch übernehmen können. Und wir sollten natürlich das auslagern, was A, eine Schwäche unsererseits ist, oder B, was eigentlich keinen hohen Wertbeitrag hat. Denn ne, wichtig ist, sich darauf zu fokussieren. Ich habe hier unten rechts mal dran geschrieben, also niedriger Wertbeitrag, aber eine Stärke, für die wir wahrgenommen werden, im Markt. Das mag eventuell auch ein Büroservice übernehmen können, also beispielsweise, ja, dass wir also da irgendwo einen Telefondienst haben oder den Online-Chat auf der Website, ja, dass man also da der Kunde oder der Interessent sofort das Gefühl hat, ah, ne, da sind eben Menge des Notebooks oder des Browsers. Ja, und links unten, da empfiehlt sich eigentlich immer darüber nachzudenken, kann ich es rationalisieren oder sogar digitalisieren, zum Beispiel Artikel in meinem Blog unter eben Karriere nach Mann von Juni oder rationalisieren, denn das ist auch nochmal, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, bleiben wir bei der, wann denn jetzt nun wirklich eine virtuelle Assistenz dort an, der kooperieren oder beziehungsweise wann wird eine Assistenz da eben nachgefragt? Punkt 1 ist mit Sicherheit immer dann, wenn eine Festanstellung nicht gewünscht ist oder einfach nicht ausreichend wäre. Das heißt, ich habe jetzt, ja, habe einfach nur ein Arbeitspensum vielleicht von 4, 6 oder 8 Stunden in der Woche und möchte mir da gar nicht irgendwo die Arbeitgeberschaft ja, ans Bein binden, noch mit Urlaubszeiten, Krankheit und so weiter und so fort. Ich kann ganz klar den Assistenzbereich abgrenzen, denn eine virtuelle Assistenz ist keine virtuelle Sekretärin, weil die steht einfach oder ein Sekretär steht immer zur Verfügung im Rahmen der Arbeit und kann natürlich da auch ganz anders mit den Aufgaben wachsen, ist aber aufgrund eben auch des Beschäftigungsverhältnisses von der Loyalität und von der Vertraulichkeit vielleicht auch ganz anders in die Abläufe eingebunden. Wenn ich aber klare Bereiche habe, die ich nach außen geben kann, dann spricht das für eine virtuelle Assistenz. Und als drittes, Assistenzbereiche mit geringem oder ohne Kundenkontakt. Denn ja, bei Freiberuflern beispielsweise oder Solopreneuren, ja, da steht die Person im Mittelpunkt. Und das möchte man sich natürlich auch nicht wegnehmen lassen. Also, dass man da eher solche Hintergrundaufgaben abgibt. Ja, und damit sind wir schon in der Schlussrunde, nämlich drei Fragen an dich. Wäre die virtuelle Assistenz eventuell eine berufliche Option für mich? Also ganz wichtig eben, die virtuellen Assistenten haben keine Ausbildung, keine besondere Prüfung, keinen Nachweis, also kann sich jeder so nennen. Und es ist eben die Frage, erbringe ich Dienstleistungen, die für andere nicht die Kernleistung am Markt sind? Ja, also die anderen einfach wirklich die Dinge leichter machen. Ja, wunderbares Arbeitsfeld. Ja, ich mache es meinen Kunden einfacher, indem ich nämlich die Dinge ihnen abnehme, die eben nicht zu ihren Stärken gehören, beispielsweise. Das ist so der Gedanke dahinter, von verschiedenen, ja, Berufswegen aus erfolgen, je nachdem, was man kann. Ob es Texten ist, ob es Grafik ist, ob es Telefonieren ist, auch das sollte man gerade beim Eventorganisation oder im Vertrieb, in der Akquisition auch nicht unterschätzen. Da gibt es mit Sicherheit viele Ansatzpunkte. Okay, kommen wir zur ersten Frage. Das erste ist natürlich, arbeitest du gerne selbstbestimmt?
man müsste in Klammern setzen im Homeoffice, denn natürlich kann man sich für seine VA-Geschichte auch ein Büro anmieten und da morgens dann hinwandern. Aber das Wichtige ist, dass selbstbestimmt, das heißt auch selbst motiviert, selbst organisiert, ja, da stecken viele Dinge dahinter. Also ist erstmal Selbstständigkeit überhaupt für dich eine Sache? Was spricht vielleicht dafür und was dagegen? Da mal drüber nachdenken, wenn du dir unsicher bist. Die zweite Frage, kannst du dich gut vermarkten? Also sich auf die Visitenkarte zu schreiben, ich bin virtueller digitaler Assistent, reicht nicht, um Kunden zu bekommen. Erstmal musst du ziemlich Türen kratzen, ein vernünftiges Netzwerk vielleicht haben, in das man hineinrufen kann. Das sind jetzt meine Leistungen. Kontakte zu potenziellen Kunden haben oder zumindest Ideen zu haben, wie kann ich die Kontakte hier herstellen? Wie hole ich denn die Menschen dort ab? Also wie hole ich beispielsweise den, was machen wir denn mal, den Freiberufler, der noch einen Lehrauftrag hat, wie hole ich den dort ab, dass er sagt, ich mache gerne die Lehraufträge, aber kleinteilig die ganzen Unterrichtsmaterialien noch aufbereiten, ist mir zu viel. Und genau das wäre vielleicht dein Ding. Ja? Also was macht der? In welcher Situation sucht er dich? Wo sucht er dich? Wie findet er denn zu dir? Denn Flyer oder Massen-E-Mail, das sind alles nicht mehr die geeigneten Methoden heutzutage, eben dort an Kunden auch heranzukommen. Also es ist schon wichtig, einfach nicht zu vergessen, man hat einfach dann auch eine Position der Selbstständigkeit und man sollte sich vor allem nicht auf einen Kunden oder eine Agentur oder Ähnliches verlassen. Ja, nicht umsonst gibt es diese schöne Regel, scheinselbstständig ist derjenige, der 5/6 mit seines Umsatzes mit einem Unternehmen generiert. Denn wenn dieses Unternehmen dann sagt, von heute auf morgen wollen wir nicht mehr, dann ist er in seiner Existenz bedroht. Ja, sollte man immer im Hinterkopf haben. Ja, und das absolut Wesentliche, kennst du deine Schlüsselleistungen für andere? Kleiner Hinweis, was fällt dir leicht? Und was kannst du besser als andere? Also wo sagen andere, nee, mach du das oder kannst du das nicht machen? Du kannst das einfach so gut. Ne? Dann ist das ein Hinweis darauf, ja, Moment mal, da gibt es vielleicht auch andere Menschen, die sich damit tierisch schwer tun. Ja, und eventuell, das wäre dann der nächste Schritt, komme ich da an einen Kunden dran, fange gar nicht erst an, dich zu fragen, gibt es da einen Markt? Statistiken gibt es meistens nicht über diese Felder, sondern eher Testballon vielleicht mal starten, ja. Ich schreibe mir mal auf mein Xing-Profil hin, was ich da bin und gehe in die entsprechenden Gruppen, ja, Freiberufler oder was auch immer, wo ich meine Leistungen dann anbieten will. Schau mal, wer mit mir Kontakt aufnimmt. Ja, oder suche aktiv in den Kontakt in auch Netzwerken vor Ort. Ja, Mensch, passt genau für so ein richtig kleines Inspirationsbonbon. Sind wir hier auch schon nach knapp 30 Minuten durch. Heute nicht viel Diskussion, aber gut, ja, war heute auch einer der letzten warmen Tage. Vielleicht mag es daran geschuldet sein oder am Thema selbst. Ich möchte noch darauf hinweisen, auf etwas, das ist jetzt hier ein Mockup, also nur so ein Stellvertreter, das wird anders auf jeden Fall in einer Spiralenbindung kommen im DIN A5 Format. Ein Bullet Journal, mit dem man wirklich arbeiten kann und in 90 Tagen um das produktive Ich ein bisschen mehr über sich erfahren kann und vor allem den Fokus machen und natürlich auch seine Planung besser im Griff hat und zwar insbesondere die Tagesplanung. Da geht es also drum. Es gibt auch reflektierende Sketchnotes zu bestimmten Bereichen und Anleitungen und auch Vorlagen, um das später weiterzumachen. Also es ist eine Anregung für eine Methode, die man möglichst vielleicht dann beibehält, weil es wirklich viel bringt. Das, wie gesagt, im Laufe des Oktober ist noch nicht ganz fertig. Fehlen noch jetzt ein paar Texte und ein paar Grafiken, wie immer ist man dann mit sich selbst noch nicht zufrieden und doktert noch ein bisschen rum, aber es kommt, ist schon auf der Website zu finden und einfach eine E-Mail vielleicht an mich, dann
gibt es eine Information, wenn das Ganze auf dem Markt ist. Ja, dann sind wir an der Stelle für deine Fragen. Und natürlich, wie immer, mein liebevoller Hinweis, guck im Anschluss einfach an das Webinar, nimm dir 5 bis 10 Minuten Zeit, schreib dir deine Aha-Effekte auf. Wäre das was, ja, ist dir da was durch den Kopf gegangen, Mensch, das könnte ich auslagern oder das könnte ich für andere anbieten, beispielsweise. Ja, nimm dir die Zeit, das zu notieren, denn das ist schon der erste Schritt zur Umsetzung. 72-Stunden-Regel, mal im Blog nachlesen, das wirkt. Mir bleibt noch eine Vorschau auf den nächsten Monat, den Oktober, zu machen. 2 Karriere-nach-Maß-Runden werden wir in diesem Jahr noch haben. Das eine ist im Oktober. 7 Zeichen für einen Jobwechsel. Das heißt, wann solltest du dir wirklich ernsthaft überlegen, trotz aller vielleicht hier und da tollen Bedingungen, dieser Job tut mir nicht gut. Und vielleicht hast du gemerkt, den Job kann ich nicht ändern, die Umstände auch nicht. Also muss ich vielleicht dann überlegen, die Situation zu verlassen und mich nach was anderem umzugucken. Also wann wird es brenzlig? Bei den meisten wird es viel zu spät, fällt es denen auf. Nämlich dann, wenn schon chronische Krankheiten da sind, Niedergeschlagenheit, der Burnout schon ein bisschen naht, das Nervenkostüm sehr runter ist. Und genau darum geht es ja, da relativ schnell mal so zu checken und auch in sich zu gehen, geht es mir wirklich so gut. Das kann man übrigens auch sehr gut im Rahmen einer Mastermind, also einer Gruppe, die sich vielleicht gegenseitig nach vorne bringt, dort mal zu thematisieren. Einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr sind die Anzeichen alle noch okay, ja, macht's Spaß, stehe ich morgens noch mit richtig Power auf oder habe ich dieses Oh my God, it's Monday-Syndrom. Ja, im November möchte ich einen Ausblick und zwar auch auf verschiedene Methoden bringen. Wie kann ich mich denn auf das nächste Jahr einstimmen? Es werden ja auch dann die Rauhnächte beispielsweise über die Weihnachtsfeiertage vor uns liegen und es gibt bestimmte Dinge, mit denen man dann auch sich schon ein bisschen einstimmen kann. Das muss man natürlich nicht nur zum Jahreswechsel, das kann man auch irgendwo unterjährig, aber das bietet sich natürlich dann immer an. Ja, man sieht, es gibt noch einiges an weiteren Themen. Einige habe ich auch schon angelegt. Da habe ich auch schon die Links. Warum sind sie nicht blau? Also ungefähr bis September nächsten Jahres sind die Themen jetzt schon wieder ausgelegt. Und ich freue mich aber immer um Themenvorschläge, Themenbitten. Einfach hier bei EduDip per persönlicher Nachricht oder via E-Mail an nickel@2nc.de. Ja, in eigener Sache, wie immer, montags und freitags bin ich live für dich da, telefonisch, kostenfrei und unentgeltlich, aber garantiert nicht umsonst, ruf mich an, 10 bis 11 Uhr, es sei denn, es ist ein Feier- oder Brückentag. Ansonsten, ja, vielleicht Vorschau noch. Aktuell Kurse, effektiv arbeiten mit Outlook. Es wird noch Outlook-Aufgaben, so. Es wird auch noch da zu einigen anderen Bereichen aus dem Outlook-Bereich was geben, denn wir haben ja dort verschiedene Möglichkeiten, also Kontakte, Kalender und die Notizen beispielsweise. Und außerdem in der Kooperation mit der IHK, Mittleres Ruhrgebiet, beide Kurse Homeoffice und New Work digital im Team. Diese auch zu einem sehr, sehr günstigen IHK-tauglichen Preis. Ja, mir bleibt nur euch dir einen guten Tag, Abend zu wünschen. Vernetz dich mit mir, stell mir ruhig Anfragen auf den Social-Media-Kanälen. Bleib einfach dabei und wenn du nicht gerade sowieso den Verteiler hier, den Einladungsverteiler, abonniert hast, es gibt zusätzlich einen Newsletter, da wird demnächst jetzt wieder einer erscheinen, hätte längere Sommerpause gemacht. Und da gibt es dann nochmal verschiedene Mehrwerttipps, insbesondere um das produktive Ich
Und ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung hier auf Audiodip. Und ja, bedanke mich fürs Zuhören, sage bis zum Oktober, bis dahin, tschüss.